Die Lage ist ernst, aber es wird noch schlimmer. Das ist ja sozusagen die Quintessenz aus der Nachrichtenlage von heute, die man nur so interpretieren kann. Die Frage, wann unsere Freiheitsrechte wieder vollumfänglich gelten, ist erstmal auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben worden. Heute hat sich Merkel mit Laschet getroffen und sie sind sich darüber einig, dass es derzeit keine Lockerungen geben kann. Warum? Wegen der Fallzahlen, ist klar. Und dann noch eins draufgelegt und gesagt, also wenn diese Zahlen steigen sollten, dann müssen auch neue Maßnahmen her, was immer das bedeuten mag. Ein zweiter Lockdown oder sonst irgendwas. In der Zwischenzeit gibt es noch einige andere Geschichten. Die Hardliner, die gewinnen medial, also die Scharfmacher kriegen die dicksten Schlagzahlen. Herr Spahn hat heute gesagt, dass Karneval 2021 nächstes Jahr ausfallen muss, verboten werden soll. Aus NRW kommen Meldungen, Beschränkungen, weitere Beschränkungen von Zusammenkünften von Menschen. Und dann noch die Frage, wie viele dürfen sich überhaupt privat treffen? Also da ist die Rede, dass sich privat nicht mehr als 50 Personen treffen sollen. Es wird also immer merkwürdiger. Also wir gehen hier in Richtung totalitärer Überwachungsstaat oder wie ich es im letzten Video auch schon angedeutet habe, der Spruch von Hendrik M. Broder stimmt. Wir bewegen uns in Richtung Hygienestaat, der am Ende ein totalitärer, autoritärer Herrschaftsstaat sein wird. Es wird in der nächsten Zeit offensichtlich überhaupt keine Lockerung geben. Das können wir uns abschminken. Also wenn man heute die Medien liest, dann werden wir darauf vorbereitet, dass es noch ganz schön hart werden wird. Und Proteste gibt es eigentlich nicht. Kritische Stimmen kommen ja, wie gesagt, nicht zu Wort. Auch das passt irgendwie zur Lage. Also dann kam noch ein CDU-Abgeordneter hier aus Berlin, der gefordert hat, dass also Reisen in Risikogebiete verboten werden sollen, also Reiseverbot. Erinnert mich ja schon fast an die DDR. Aber auch da sehen wir wieder, also heute dicke oder gestern dicke Schlagzeile in der Bild, dass er also dieses Reiseverbot für Risikogebiete fordert. Da sehen wir, dass die Scharfmacher und die Hardliner im Moment in den Medien nach vorne preschen und wir alle also darauf vorbereitet werden sollen, dass es in Zukunft wohl etwas schwieriger sein wird hier in Deutschland. Denn es geht ja nicht nur um Reisefreiheit, es geht ja noch um viele andere Sachen. Es geht auch darum, dass zum Beispiel der Zensurhammer bei YouTube immer weiter zuschlägt. Ich habe am Wochenende ein hochinteressantes Interview gesehen von meinem Kollegen Boris Reitschuster mit dem Professor Bhakti. Also es war wirklich ein super Interview, sehr sachlich, überhaupt nicht emotional. Auch journalistisch hat er Dinge hinterfragt und es gehört einfach zur Debattenkultur, dass man auch diesem Mann natürlich zuhört. Und dieses Video ist gelöscht worden. Es entspricht angeblich nicht den Richtlinien von YouTube. Wir können uns also in Zukunft warm anziehen. Reisen dürfen wir nicht mehr. Die Meinungsfreiheit bleibt weiter eingeschränkt. Und wenn die Infektionszahlen nach oben schnellen, dann wird es auf jeden Fall haarig in dieser Republik. Ich habe euch ja beim letzten Video den Fall eines Freundes erzählt, der auch Corona infiziert war. Dem ging es zwischendurch etwas schlechter, also Fieber, auch Geschmackssinn und so weiter verloren. Das ging aber nur ein paar Tage und der wollte sich ja testen lassen hier in Berlin. Und ihr kennt die Story, es war wahnsinnig schwierig, überhaupt hier zu so einem Test zu bekommen. Das Gesundheitsamt hat es abgelehnt, Überlastung, hat er sich privat testen lassen, 4 Tage später. Jetzt stellt euch mal vor, wenn diese Testkapazitäten oder die Testfazilitäten aufgestockt werden, sodass es ziemlich einfach ist, dass jeder sich testen lassen kann. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass diese Fallzahlen natürlich nach oben gehen, genauso wie in den letzten Tagen und Wochen schon. Je mehr Tests man macht, desto höher die Zahlen. Und das weiß auch Merkel und deshalb bereitet sie uns jetzt schon darauf vor, dass der Herbst ein schwieriger Herbst sein wird. Übrigens, dem Patienten geht es wieder gut, dem Freund geht es wieder gut, der hat alles super überstanden und auch der Geschmackssinn ist wieder da. Also das ist wohl ein eher harmloser Fall gewesen. Fakt ist aber, dass er zu denjenigen gehört, die sich überhaupt haben testen lassen. Viele haben sich ja gar nicht testen lassen. Und wenn, wie gesagt, die Testmöglichkeiten nach oben gehen, dann wird auf jeden Fall auch es möglich sein oder es ist praktisch programmiert,
dass wir neue Infektionszahlen haben. Und wenn wir die Medienlage von heute sehen, dann können wir davon ausgehen, dass dann auch entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Das hat also Merkel heute zusammen mit Herrn Laschet aus Nordrhein-Westfalen schon angekündigt. Und jeder wird dann sagen, okay, das müssen wir dann machen, weil es geht ja um den Bevölkerungsschutz. Wir haben ja auch diesen neuen Begriff der Maskenverweigerer. Der Maskenverweigerer. Merkel hat heute gesagt, dass sie das gut findet, dass der Maskenverweigerer höhere Bußgelder zahlen muss und dass überhaupt Bußgelder für Maskenverweigerer jetzt überall an der Tagesordnung sind. Also das scheint jetzt so der neue Volksfeind zu sein oder so. Jedenfalls, da wird es auch wahrscheinlich in Zukunft noch strikter einhergehen. Was die Demo am 29.08. angeht, könnte ich mir vorstellen, dass die unter dem Druck, der uns jetzt hier medial präsentiert wird, wahrscheinlich noch mehr Anhänger finden wird. Und wir können auch nur hoffen, dass sie tatsächlich zugelassen wird, denn wenn die Infektionszahlen nach oben schnellen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Herr Müller hier dann am Ende sogar sagt, nee, das geht nicht, weil die tragen keine Masken oder sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass ihr nicht nach Berlin kommen sollt. Ich muss das jetzt hier nochmal ganz dick und fett unterstreichen. Ich will auch diese Demo überhaupt nicht in Zweifel stellen. Im Gegenteil, sie ist ein wichtiger Meilenstein, wahrscheinlich sogar der letzte hier, bis wenn der Herbst beginnt, wenn die Maßnahmen wieder angezogen werden, wenn es einen neuen Lockdown gibt. Wahrscheinlich die letzte Möglichkeit überhaupt, öffentlich seinen Protest kundzutun. Denn dieser Protest ist aktuell wirklich wichtiger denn je. Die kritischen Stimmen werden mehr und mehr abgeschnitten, sie werden ins Abseits gestellt, sie werden dämonisiert, sie werden weggelöscht, wie bei YouTube. Also wenn wir dem nicht Einhalt gebeten, dann verlieren wir natürlich nicht nur Grundrechte wie Reisefreiheit und so weiter, sondern dann gehen wir tatsächlich in Richtung DDR, wo es dann auch noch die Meinungsfreiheit ist, die ganz extrem gefährdet ist, wo wir eine Einheitsmeinung in Deutschland haben, wie in China, wo alles, was diese Maßnahmen, die jetzt hier anstehen, wenn das kritisiert wird, dann unter dem Motto verboten wird, ja, das ist schlecht für den Bevölkerungsschutz. Damit kann ich am Ende ja wirklich alles argumentieren und kann alles zerstören. Und die traurige Bilanz, die ich also per heute sehe, ist, dass es keinesfalls besser wird. Es wird nicht besser. Es wird von nun an wahrscheinlich wieder schlechter. Denn eines ist klar, die Fallzahlen werden in die Höhe gehen. Auch wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es da sehr viele Fehler gibt bei diesen Feststellungen, dass diese Tests natürlich auch in Frage zu stellen sind. Professor Bakhti hat ja in dem Interview, das jetzt gelöscht wurde, gesagt, dass die Fehlerrate sogar bei 2% liegt. Wahrscheinlich war es deshalb, warum es gelöscht wurde, das Video. Und das bedeutet natürlich, wenn 100.000 nichts haben und einfach getestet werden, dass dann 2% positiv sind. Also so einfach ist es. Also schwierig, schwierig, schwierig das Ganze. Und ich sehe auch schon in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass sich Menschen abwenden, weil sie sagen, ja, was du da machst, also ich jetzt, das ist ganz schlecht, das verunsichert die Menschen. Wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen alle Masken tragen, wir dürfen nicht auf die Straßen, wir dürfen im Moment nicht das Grundgesetz einfordern, denn wir müssen jetzt alle zusammenhalten, um diese Krise zu bewältigen. Nur es zeichnet sich ja per heute ab, dass sie gar nicht bewältigbar ist. Ich glaube, dass also zur Herdenimmunität überhaupt keine Alternative gibt. Die ist sozusagen alternativlos. Und es scheint so zu sein, dass die Fälle, die wir aktuell zu verzeichnen haben, gar nicht mehr zu diesen großen Krankheitszuständen führen, die am Anfang befürchtet wurden. Es ist offenbar so, dass mit dieser ersten Welle die alten, schwachen Vorerkrankten tatsächlich gestorben sind mit diesem Ding, wahrscheinlich nicht an diesem Ding. Und dass jetzt die meisten Menschen, die es noch haben, eigentlich eher glimpflich davon kommen, so wie mein Freund. Und ich habe heute noch mal im Internet recherchiert, wie es bei den Krankenhäusern aussieht. Auch da in keinster Weise irgendwelche Alarmzeichen, dass man da feststellen könnte, dass die Krankenhausbetten jetzt plötzlich ausgelastet sind oder dass es eine steigende Kurve nach oben gibt von Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Fehlanzeige. Stattdessen gibt es einen Zuschuss für jedes freie Bett. Es hat auch wieder so einen neuen Namen.
wir müssen uns ja hier dieser Krise ständig an neue Namen gewöhnen. Freihaltungspauschale, ich glaube, das heißt Freihaltungspauschale. Da gehen Milliarden in die Freihaltungspauschale für Krankenhausbetten, vom Steuerzahler natürlich bezahlt, obwohl diese Betten aktuell gar nicht gebraucht werden. Und das zeigt auch, dass hier also ökonomisch es zu ganz krassen Fehlallokationen kommt. Da wird Geld für Dinge rausgegeben, wie zum Beispiel für diese Corona-App, die ja völlig wirkungslos ist. Und keiner fragt mehr danach, wohin die Millionen und Milliarden fließen. Also ich kann euch nur sagen, irgendwann kommt der Tag der Abrechnung und man kann auch nicht unendlich Geld drucken, um das, was hier durch die Maßnahmen der Regierung zerstört wird, auszugleichen. Also das kann so nicht lange gut gehen. Das wird zu enormen wirtschaftlichen, finanziellen, geldsystematischen Verwerfungen führen am Ende. Denn bis jetzt sind ja schon schätzungsweise 10 Billionen Euro gedruckt worden, also global 4 Billionen in den USA bei der Fed und bei uns bei der EZB auch noch ein paar Billionen. Aber wir werden ja die Krise, wenn sie so weitergeht, nicht durch Gelddrucken entschärfen und auch nicht beseitigen, sodass am Ende dann auch noch der Trümmerhaufen Geldsystem und Ökonomie zu beklagen ist. All das scheint Merkel und Co. nicht zu interessieren. Wir sind per heute offenbar eingeschworen auf eine härtere Gangart in Zukunft. Und da müssen wir uns alle ganz warm anziehen. Und deshalb glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass jeder Einzelne, wenn er protestieren will, demonstrieren will, am 29.08. auch zur Demo kommt. Folgt uns unter bei Twitter, nicht bei Twitter, bei Telegram. Bei Twitter gibt es das auch, MM News, und bei Telegram heißen wir MM News offiziell. Der Link ist unter diesem Tube und ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Zeit hier weitergehen wird in der Republik.